Okay. Das war nix. Verdammt. Und es tat vor allen Dingen weh. Aber hier können wir wieder hoch. Schauen wir mal. Aber wir können nicht mehr zurück. Aber hier liegt zumindest noch was. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Sehr interessant. Okay. Wie sieht's denn aus mit Pfeilen? Können wir noch was herstellen? Nee, ne? Sieht nicht gut aus. Ah, doch, ein bisschen was geht. Immerhin etwas. Mein Gott. Stell dir mal vor, du kommst da nicht mehr raus, ey. Dann erfrierst du doch in den Laden. Scheiße, das wird echt kalt. Das sehe ich auch so. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Okay. Oh, ein eiskaltes Wasser. Alter Falter. Eiskaltes Wasser, ey. Mädel. Hier ist was. Guter Instinkt. Boah. Eine Peisse diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Okay. Oh, wieder ins kalte Wasser. Arme Lara. Tut mir sowas von leid, das Mädel. Hier liegt was. Holen wir uns natürlich. Ja, was ist hier? Hier ist doch auch was drin, ne? Oh. Upgrade, 2 Punkte, das ist nicht schlecht. Was können wir denn machen? Wir könnten den Bogen upgraden oder unsere Pike. Schauen wir mal, was wir da machen könnten. Geschliffene Klinge. Könnten wir machen? Nein, will ich nicht. Wir machen erstmal den Bogen, würde ich sagen. Wir könnten gewickelte Sehne. Fingerspannung für zusätzliche Haltezeit. Okay. Machen wir. Warum nicht? Dann haben wir noch was. Sehnennocken. Pfeilnocken an der Bogensehne ermöglichen eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Oh, das halte ich für wichtig. Das halte ich für wichtig. So, wie sieht's aus? Inventar. Ausrüstung. Können wir was bauen? Nein.
Es fehlt uns dann noch, definitiv. Munition. Okay, das haben wir. In Ordnung. Maximum an Munition. Und 2 Punkte. Ich überlege gerade. Was haben wir denn hier? Schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Okay. Brandbomben. Okay, das nehmen wir mit. Stellen Sie aus gefundenen und bei gefallenen Feinden erbeuteten Funkgeräten Annäherungsminen her. Eine geworfene Funkannäherungsmine lockt Feinde in der Nähe an und explodiert, sobald diese sich nähern. Das ist interessant, ne? Leichtfuß. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Dadurch können wir unseren Fallschaden reduzieren. Ich würde sagen, weiter geht's. Da oben hin, habe ich mir schon fast gedacht. Oh, upsala. Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Das ist ja mal interessant. Okay, ich versuche ja gerade. Aber noch sehe ich hier nichts irgendwie. Alter. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Was für ein geiler Anblick. Der Hammer. Das ist der Hammer. Das Grab würde ich schon ganz gerne finden. Ach je. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Okay. Herausforderungsgräber. Lösen Sie antike Rätsel, um besonders wertvolle Belohnungen zu verdienen. Ja, würde ich gerne. Okay, das scheint da drüben zu sein, das mit dem Rätsel. Ja, wir probieren es mal. Ich tippe mal darauf, dass es hier das ist. Eisschiff. Optionales Herausforderungsgrab. Da muss irgendwas sein. Okay. Darüber jumpen scheint kein Problem zu sein. Alter, ey, auf sowas drauf zu springen. Alleine das wäre für mich schon Wahnsinn. Aha. Ich muss das Eis aufbrechen. Okay. Das ist zumindest der Plan. Hier liegt was. Hier liegt direkt was vor den Füßen. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht. Aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Eieieiei. Aber es ist wirklich interessant gemacht, das muss ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwie da hochkommen. Ich weiß es nämlich noch nicht, außer hier.
man da ranjumpen kann. Von da aus. Alter, hier rüber zu balancieren ist doch Wahnsinn. Okay. Ja, geschafft. Okay. Sehr geil bisher. Mal ganz kurz gucken. Hier rüber wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Bin mir mal sehr gespannt. Also wenn wir das schaffen sollten, das Rätsel hier zu lösen. Okay. Ja, und nu? Jetzt geht's wieder runter. Jetzt ist Timing gefragt. Ach du Scheiße. Also ich glaube, wenn das Ding unten ist, dann rüber und wenn das Teil hochkommt, dann gegenschwingen. So würde ich es jetzt handhaben. Also erstmal ganz runter. Dass nichts mehr geht. Oh, shit. Ich hab's aber überlebt. Wahnsinn. Vielleicht kann ich die Ruder raufklettern. Okay. Ah! Shit. Ich wollte doch gerade springen. Shit, shit, shit. Okay, also. Fassen wir mal zusammen. Runter, 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 mehr. Na, geht doch. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Gut. Ob wir da rüberkommen. Das geht. Dann geht's weiter hoch. Sehr geil gemacht. Also ich bin wirklich, wow, beeindruckt. Na, 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 na. Okay, und hoch hier erstmal. Wow, okay. Wir sind nah dran. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Wahnsinn. Der Hammer, was hier liegt. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Wow. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeils schnell RT drücken und loslassen. Geil. Das ist mal richtig cool gemacht jetzt. Jetzt haben die Gräber, im Gegensatz zu dem anderen Teil, Teil 1, deutlich mehr Funktion. Es ist getan. Wir werden hier sterben.
Keraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Keraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Oh Mann. Hier ist auch noch was. Karte aktualisiert. Da ist noch was. Fast übersehen hier alles. Aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Das ist so hammergeil hier gemacht, muss ich ehrlich sagen. Okay, das ging ja nochmal gut. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Okay. Das ist krass, was man hier so alles findet und lernt. Okay, da geht's weiter anscheinend. Ja, da geht's weiter, definitiv. Kein Problem. Wir haben ja unsere Eispickel. Boah, das sieht so unglaublich gut aus. Bin ja wirklich mehr als geflasht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den ersten Teil jetzt schon gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das so lange aufgespart habe, ganz ehrlich. Das hätte ich echt viel früher spielen sollen. Ah, das war dumm. Wollt ihr doch mit Anlauf darüber jumpen. Ah, das hat geklappt, kein Problem. Halt. Münzen sind immer gerne willkommen. Wieder Wasser. Ich weiß nicht, wo lang. Ah, es war knapp. Das war gar nicht mal so unknapp gerade. Ich halte ja immer meine Augen offen. Er hat das Land der Rus durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin. Und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen. Und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet. Und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Krass. Sehr krass, wenn du mich fragst. So, und da geht's weiter. Sieht einfach nur unglaublich geil aus. Okay, kein Problem, darüber zu kommen. Endlich wieder Tageslicht. Boah, die Framerate geht runter gerade. Übelst. Das merke ich gerade mal. Ich bin nicht dein Feind.
Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Okay. Krass. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche... Ich klick das mal ein bisschen weg. Wow. Okay. Hier blinkt noch irgendwas. So, ich guck noch mal, ob hier noch irgendwas Wichtiges für uns ist, bevor wir weitergehen. Ich glaube, wir müssen nur hier runter. Seilrutschen. Springen Sie auf eine Seilrutsche zu, um sich festzuhalten. Bewegen sich rückwärts, um am Seilrutschen anzuhalten. Okay. Ach, wir können anhalten. Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Hier hat doch was geleuchtet. Irgendwas geblinkt. Hier war doch irgendwas. Das habe ich doch von oben aus gesehen. Da. Habe ich doch recht gehabt. Hier ist was. Ah, warum jetzt die Framerate jetzt wieder so einbricht? Also die ganze Zeit lief es tippitoppi und jetzt bricht die Framerate wieder ein. Echt ein bisschen schade. Ich brauche dringend Material. Wir müssen uns weiter hochpushen. Tut mir leid, liebes Karnickel. Ich brauche aber deine Felle. Pfeile herstellen, okay. Verdammt. Okay, RT. Mehr haben wir gerade nicht. Alter, wie brutal. Oh, sorry, dass die Framerate jetzt so einbricht, aber ich weiß nicht, woran es liegt.